Senor Marek, the mic is yours. Dann fange ich, genau, fange ich erstmal an. Du müsstest mich im Zweifel mal unterstützen mit. Den Clips, den Clips, das mache ich. So. Korrekt, genau. Ich kann ja mal kurz ein bisschen was einleiten zum, zu dem, was wir uns hier vorgenommen haben, weil das jetzt ja, ähm, ja, weil man da, glaube ich, eine Menge Informationen jetzt äh, zu dem Krieg zwischen äh, der Hamas und Israel jetzt äh, erfahren hat. Ähm, wir haben uns jetzt vor allen Dingen aber mal. Vorgenommen, was es da jetzt so an Propaganda in letzter Zeit gab. Also insbesondere einige Talkshow-Ausschnitte, teilweise ein paar Tweets, äh, zum Beispiel vom Bundesaußenministerium. Und wir sind da so auf ein paar Punkte oder wie man neudeutsch sagt, so Narrative gestoßen, die ähm, zu denen wir mal jeweils was zu sagen hätten. Und äh, so wird es jetzt durchgehen. Wir haben da eigentlich sechs Punkte hier zusammengetragen und die wollen wir dann einfach mal jetzt vorstellen und wie gesagt, um das so ein bisschen auch zu belegen, ein bisschen zu untermauern, ähm, damit man auch ein bisschen oder ein bisschen aufzulackern auch, äh, dass man mal die Stimmen äh, von den entsprechenden Positionen auch mal sieht oder auch mal äh, zugänglich be gemacht äh, bekommt, weil nicht jeder von euch äh, wahrscheinlich Interesse hat diese ganzen Sendungen, die es da bei Anne Will und hart aber fair und Mai Britt Illner und Phönix Runde und was da nicht alles gibt. Um, ich gucke mir das ja relativ häufig tatsächlich aus privatem Interesse an, einfach weil es so ein bisschen zugänglicher bin. Ganzes <laughs> <Ernstes> Thema, Nadine. <laughs> ja. Das <laughs> kam aus <dem> Nichts. <laughs> ja. wie, wie, wie so einiges im Spookover, ja. Mysteri Mysteriös, ja. Ja, ja. ja, aus privatem Interesse. Ja, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen gesagt, das aus privatem Interesse, ja. <laughs> Ja, genau, aber habe ich mir das ab und zu mal angeguckt, habe ein paar Sachen hier reingeworfen und da wollen wir uns dann jeweils zu äußern. Und äh, ich würde mal sagen, genau, also die, die Überschrift hier, das habt ihr vielleicht ja auch ein bisschen gemerkt, wenn man jetzt so mal, jetzt gerade mal so die Stellungnahmen von äh, Personen oder auch Gruppen, äh, die jetzt hier in Deutschland da immer was zu sagen hatten, äh, da ist uns auch immer aufgefallen, dass die sich mit dem Konflikt äh, gar nicht auseinandersetzen, sondern in der Regel ihre Befindlichkeiten da austauschen. Uns geht es jetzt aber, um das auch klarzustellen, jetzt auch nicht direkt darum, jetzt äh, im Detail zu bestimmen. Es kommt an der einen oder anderen Stelle vor, jetzt hier im Skript, ähm, welche imperialistischen Interessen sich da jetzt äh, auftun. Ähm, dem, dem Grunde nach soll es hier aber erstmal um die Widerlegung oder die entsprechende, ja, also so die Kritik der deutschen Propaganda zu Israel und der Lösung von dessen Palästinenserproblem hier gehen. Und das gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch. Ich trage einfach mal so vor, was ich meine, was immer so. Oder wir tragen das dann immer so vor, was wir da meinen, was man da so zusammenfassend immer sagen kann. Dann gibt es den einen oder anderen Clip dazu und dann würde jeder von uns da seinen Senf dazu beitragen. Also, das erste Thema oder der erste Punkt, der immer wieder gesagt wird, ist: die Hamas hat halt angefangen mit dem Terrorangriff. Sie bringen Babys, Frauen und feiernde Raver um. Israel hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht seine Bürger zu schützen und auf diesen Angriff zu reagieren, denn es geht um die Existenz des Staates. Und daher stehen wir an der Seite der Israelis. Und da hören wir uns jetzt mal einmal den Laschet an und danach die Baerbock, die das nochmal schön sagen. Armin Laschet ist bei uns, ehemaliger CDU-Vorsitzender vor allen Dingen, aber Nahostexperte und Außenpolitiker in der CDU. Herr Laschet, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das hören wir von allen Seiten. Würden Sie genauso wie zur Ukraine auch im Fall Israels sagen, Israel muss diesen Krieg gewinnen? Ja, unbedingt. Also für Israel geht es um die Existenz. Und man muss sich darüber hinaus ja noch einmal vor Augen führen. Das ist nicht nur ein Staat, der dann besetzt würde und eine andere Regierung vielleicht bekommen würde, sondern die Existenz der Jüdinnen und Juden, die dort einen Schutzraum haben, den sie nirgendwo in der ganzen Welt haben, mhm. äh, hat zum, zur Gründung des Staates Israel geführt. Und deshalb würde eine Niederlage kein einzelner Jude überleben. Um die Frage geht es in diesem Konflikt. Und deshalb, man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen mit der Ukraine. Aber möglicherweise ist das noch existenzieller als in der Ukraine. In der Ukraine ist es schlimm genug, aber hier geht es um die Existenz eines ganzen Volkes. Oh yeah. Gleich der nächste Clip direkt, oder willst du was sagen? Gleich den nächsten, okay, machen wir. Guten Abend, Frau Baerbock. Entscheidet Israel selbst, was es für seine Sicherheit tun will? Israel, die Menschen in Israel haben unsere volle uneingeschränkte Unterstützung, unsere volle uneingeschränkte Solidarität. Mhm. Wir müssen, ich meine, es wir, können, wir können Vereinte uns Nationen. das ja gar nicht vorstellen, was da passiert. Ist Menschen gehen friedlich auf ein Festival und werden kaltblütig ermordet, gehetzt, gejagt, Mütter mit kleinen Kindern gedemütigt, geschändet, an der Seele verletzt auf Pickups verschleppt und niemand weiß, wo sie sind. Und Israel hat das Recht, nein, die Pflicht, seine Bevölkerung, sein Land, seine Staatsbürger zu schützen im Rahmen des internationalen Rechts. Und die Hamas haben mit jeglichen internationalen Recht, mit jeglicher Menschlichkeit gebrochen sind barbarisch vorgegangen und Demokratien unterscheidet eben, dass sie alles dafür tun, ihre eigene Bevölkerung zu schützen mhm. und Zivilisten zu schützen. Nochmal die Frage, und darauf haben Sie, wenn ich richtig hingehört, noch nicht geantwortet. Entscheidet Israel das ganz alleine und selbst oder gibt es eine Grenze? Die muss das abgestimmt mit den Vereinten Nationen geschehen? Sie sind äh, tatsächlich schon geübt darin, Antworten auf die Frage zu geben, wie eigentlich sichergestellt werden kann, dass es nicht Millionen auch aus Deutschland für den Terror der Hamas gibt. Sie sagen, dass das immer überprüft wird. Gibt es eine noch konkretere Antwort, als zu sagen, dass immer überprüft wird, ob diese Gelder tatsächlich äh, nicht zur Terrorfinanzierung genutzt werden? Also, vielleicht noch mal zu dem Anfang Ihrer Frage, weil Sie gesagt haben, ähm, darauf klar einzugehen. Ich habe gesagt, Israel hat äh, das Recht und die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen mhm. im Rahmen des internationalen Rechts. Und es hat unsere volle, uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung. Okay, das hat sie dann nochmal praktisch wiederholt, was sie ja auch eingangs gesagt hat und nochmal bestätigt. So, also dieser, dieser Anquatschversuch, ne? also die Hamas hat angefangen und hat bestialisch praktisch die Angegriffen da massakriert, vergewaltigt, ermordet und so weiter. Und dieser an Anquatschversuch appelliert erstmal an den alltäglichen Sachverstand. Wer mit Gewalt anfängt und dann insbesondere die vermeintlich Schwächsten äh, unserer Gesellschaft, die ja da nie fehlen dürfen, Frauen und Babys und so weiter, wer diese tötet, der hat jegliche Gegengewalt verdient und selbstverständlich muss man auf dessen Seite stehen. Das ist so erstmal der Anquatschversuch. Logisch ist das erstmal nicht. Die Öffentlichkeit kann noch so viele Attribute für die Tötung. Der Hamas-Kämpfer finden grausam, bestialisch und vieles mehr. Eine zwingende Parteilichkeit für Israel, dessen Vergeltungsmaßnahmen ebenso eine Schneise der Verwüstung eine stattliche Anzahl getöteter Menschen hinterlassen, ergo gleichsam grausam und bestialisch sind, ergibt das jedenfalls nicht. Also eine Parteinahme für den Angegriffenen. Was soll die Tötung und Verstümmelung von Menschen auch sonst sein, wenn nicht grausam und bestialisch? Erstmal völlig äh, egal, welche Partei da praktisch mit den Tötungen und Verstümmelungen vorgeht. Wäre das Abschlachten von Menschen also ein Problem für hier die vorgetragenen deutschen oder vorstellig gemachten deutschen Propagandisten, ergebe das jedenfalls kein I stand with Israel, denn das tun beide Seiten, also das bestialische Abschlachten gleichermaßen. Bliebe dann einfalls der Hinweis, dass die Aggression am 7.10.23. von der Hamas begonnen wurde, was ja unzweifelhaft der Fall ist aber für sich eben auch kein Argument für eine Parteilichkeit sein kann, weil es doch lediglich der Verweis darauf ist, dass ein Gegensatz zwischen den Parteien von der einen Seite eben als unaushaltbar erachtet und der Übergang zur Bekämpfung des Gegners gemacht wird. Mal eine kleine Analogie, noch jedes Strafgericht in Deutschland fragt nach oder fragt noch bei der Beurteilung der Gewalt seiner Bürger, wurde der Täter provoziert? Hat die Ehefrau einen Tyrannen aushalten müssen, bevor sie den gekillt hat? War die Maßnahme eines Polizisten rechtmäßig, bevor man sich ihr gewaltmäßig widersetzt hat? Was war die Vorgeschichte zur Tat und was führte dann zu Gewalt? Und all die Antworten darauf fließen dann auch in die Bemessung der Strafe, bis hin sogar zum Strafausschluss ähm, ein und reflektieren damit, dass in Gewaltfragen ein Gegensatz zwischen Willen stattfindet. Und dann betrachtet dann eben dessen Inhalt. Dieser hier zwar der justiziellen Bearbeitung von Ordnungsproblemen und nur der dortigen Aufklärung diene, aber immerhin, da aber darin immerhin reflektierende Sachverstand über Gewaltgründe, den gibt es bei den deutschen Propagandisten der Beurteilung des Gegensatzes von Hamas und Israel nicht. Er würde auch nur hinderlich sein, oder die Beurteilung würde auch nur hinderlich sein, denn dann bliebe womöglich von dem blöden Schulhofsatz, der hat ja angefangen, nichts mehr übrig, wenn man sich der Ermittlung des Inhaltes, der die Parteien seit fa fast acht Jahrzehnten in einem Dauerkriegszustand hält, befassen müsste. Jetzt nicht von der Hamas direkt, die gibt es ja erst seit den 80er Jahren, aber zumindest von politischen Organisationen der Palästinenser, die das ja nur wirklich äh, auch schon vorher praktisch äh, am, am Wickel hatten und äh, wo es immer wieder zu entsprechenden Gewalteskalationen kam. Ehe solche Fragen aufkommen, wird mit dem Hinweis Terrorismus schon jegliche Befassung zurückgewiesen, denn damit wird bereits mitgeteilt, dass es keinerlei anerkennenswerte Gründe in der Gewalt der Hamas geben kann. Oder um es mit den Tweets des Außenministeriums zu sagen, Israel erlebt in diesen Tagen barbarischen Terror, er ist durch nichts zu rechtfertigen, die Hamas hat in den vergangenen Tagen Gräueltaten verübt, ganze Familien wurden durch die Terroristen ermordet die Terrorangriffe waren eine Zäsur. Es gilt hinzusehen und diesen Terror beim Namen zu nennen. Die Hamas bringt nichts als Tod, als Leid und Tod über die Menschen in Gaza und in Israel. Das Drehbuch des Terrors darf nicht greifen. Wie man es dreht und wendet, die Argumente reichen nicht für eine Parteilichkeit für Israel. Die Gewalt gegen Menschen nicht die erfolgt von beiden Seiten und die Frage, wer angefangen hat, auch nicht weil diese Frage erst der Hinweis auf völlig unverträgliche Zwecke der Opponenten, der Gegner verweist und diese für eine weitere Beurteilung ermittelt werden müssten, was aber wiederum, das war eben der Hinweis auf den Terrorismus, zurückgewiesen wird. Dabei wäre es gar nicht so schwer, sich als Qualitätsmedium wie das ZDF in dem Fall mal darüber zu informieren. Einerseits gibt die Hamas über ihre Al-Aqsa-Flat auf ihrer Website. Und bei Al Jazeera Auskunft über die politischen Zwecke. Und Spoiler, der heißt nicht Juden aus Selbstzweck umbringen. Da ist von Auspressen palästinensischer Gefangener mit Hilfe der hier gefangen genommenen Geiseln und von anderen Zielen die Rede. Aber die, diese Empirie stört die Propaganda nur. Mit der Logik kann man übrigens der IDF in Abstraktion von allen politischen Verlautbarungen von ihnen Genauso dass Palästinenser Abschlachten aus antiarabischen Vernichtungsrassismus vorwerfen. Andererseits weiß die deutsche Propaganda schon auch, dass die elende Existenz im Gazastreifen relativ zu einer bürgerlichen Existenz in einer Industrienation wohl eine andere Qualität hat. Von diesem Leid der Palästinenser, worunter eigentlich, und von wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Will das Auswärtige Amt nur so viel wissen? Auch hier nochmal ein Zitat aus einem Tweet: Neues großes Leid der Zivilbevölkerung in Gaza wird nicht nur den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen, sondern auch bisher erreichte Annäherung mit arabischen Nachbarn gefährden. Da gehen wir später noch drauf ein, was, was das eigentlich mit dem Flächenbrand ist. Weiter im Text: Das ist das Kalkül der Terroristen. Es darf nicht aufgehen. Neu. Bezieht sich auf die Angriffe der Israelis nach dem 7. Oktober 23. Vorher schien aber das Leid also schon vorhanden. Woher kam das eigentlich? Egal. Es schadet, ob neu oder alt, nicht den Palästinensern, sondern Israel. Und noch eine wichtige Lektion über Leid im Gazastreifen: Wenn man leidet, soll man offensichtlich die Schnauze halten, die Füße stillhalten, es hinnehmen. Und in dem Fall, also in dem speziellen Fall hier. Noch, weil unsere Großväter mal den Holocaust gemacht haben. Genauso logisch ist übrigens der ganze Rest dieser Propaganda. Gehen wir also weiter. Ich gebe den Staffelstab an. Danielo. Mich, an mich, an mich, genau. Dabei ist jedes Mittel, die Hamas auszuschalten, recht. Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel zur Erreichung des Zweckes werden mit dem Hinweis, dass wir die Israelis nicht zu ermahnen haben und unsere Staatsraison, die unbedingte Parteilichkeit wegen unserer Vergangenheit bedeutet, weggewischt. Ein beliebtes Argument an der Stelle ist, es ist eine Demokratie, immerhin die einzige im Nahen Osten. Jetzt haben wir noch zwei Clips. Nadim, schießt du ab? Yes, I will. Der Herr Klingbeil. Klingbeil. There we go. Lars Klingbeil ein guter Rat des US-Präsidenten. Er macht mich aggro. Wird er geraten haben mit der Bodenoffensive noch etwas zu warten? Das weiß ich nicht, was Joe Biden geraten hat. Es war wichtig, dass er da war. Es war wichtig, dass er sehr unmittelbar nach diesen brutalen Terrorakten nach Israel gereist ist, dass er deutlich gemacht hat, dass die USA an der Seite Israels stehen. Es war wichtig, dass Olaf Scholz mhm. den Tag zuvor da war. Was Israel jetzt macht, das entscheidet Israel. Und ich sage auch ein Stück weit, das habe ich nicht zu kommentieren, weil ich nachvollziehen kann und das absolut legitim finde, dass ein Staat, der so brutal angegriffen wird, wo Zivilbevölkerung auf barbarische Art ermordet wird, dass der Staat sich wehrt. Und ich habe selbst deutlich gemacht, dass unsere Solidarität Israel nicht nur gilt, wenn sie angegriffen werden, sondern auch, wenn sie sich verteidigen und wenn sie diejenigen ausschalten, die diese Terrorakte zu verantworten haben. Weil du ihn so magst, gibt es ein, noch einen Boah. nächsten. In Ägypten stattgefunden haben. Daneben. Es ist doch unsere Verantwortung mitzugucken, dass dort nicht Leid entsteht bei denjenigen, die von der Hamas auch sagen, Benutzt werden. Mhm. Das ist genau der richtige Punkt. Die palästinensische Bevölkerung an ganz vielen Stellen will doch auch keinen Krieg und die werden benutzt von der Hamas. Aber natürlich kann es diese brutalen Situationen geben. Und Wer entscheidet dann? Und das ist ein aber, ganz furchtbares Wort, ob äh. Kollateralschäden groß oder zu groß. Sind. Wissen Sie, da habe ich ein Vertrauen in ein demokratisches Land Israel, eine lebendige Demokratie. Ich meine, das haben wir in den letzten Monaten gesehen, wie lebendig diese Demokratie ist. Und das ist ein Land, das sich dem Völkerrecht verpflichtet hat und deswegen. Deswegen habe ich ein Vertrauen, dass dieses Land mit der politischen Führung mhm. jetzt auch die richtigen Entscheidungen treffen jep, 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 let's go. Okay. <laughs> das Ding mit dieser Verhältnismäßigkeitsfrage ist tatsächlich, dass man sich die nicht äh, zu eigen machen wollte. Die wird auch immer schön brav sofort beantwortet, sofern sie gedroppt wird. Ähm, aber wir sind schließlich keine Militärs oder Politiker und daher macht der Inhalt der Frage, wie viel Totschlag darf es denn sein, für uns eigentlich keinen Sinn. Ja? Darin, wie sich die Staaten oder im Fall Israel ein Staat auf der einen und ein Gewaltapparat ohne Staat, das ist die Hamas, die haben ja auch ein Herrschafts- und Staatsanspruch bekriegen und welche Regeln völkerrechtlich Kriegsverbrechen sind und welche nicht, darin drückt sich die wechselseitige Anerkennung der Staaten aus, dass selbst im Kriegszustand ihre Militärs aufeinander hetzen und diese sich am Kriegszweck entlang wechselseitig bis zum Sieg oder der Niederlage zerstören sollen. Das schon, aber eben nicht sachfremde Zwecke verfolgen, wie zum Beispiel die Vernichtung oder Folter von sich ergebenden Soldaten, die Vernichtung ziviler Einrichtungen oder... Ganz, ganz beliebt, immer wieder äh, Vergewaltigung, Folter und äh, groß angelegte Massaker an Zivilisten. Krieg äh, soll keine persönliche Sache des ins Kampffeld geschickten Menschenmaterials sein, sondern das Ausfechten unverträglicher Gegensätze, welche die Staaten mit ihren Ansprüchen in die Welt setzen dass dieses Menschenmaterial aufgrund der persönlichen Erfahrungen auf dem Schlachtfeld, das nicht immer recht nachvollziehen kann, weil es immerhin noch seine private Person für den höheren Zweck aufopfern muss und der es dann an den Kragen geht, ist der Widerspruch, den der Soldat verarbeiten muss und der dann am Ende auch in jedem Krieg zuverlässig zu Kriegsverbrechen führt, weil die Erfahrung in der Gewalt nicht selten doch persönlich genommen wird. Aber so das Ideal, ob Soldat oder Unteroffizier, nimm es nicht persönlich, wenn dir der Feind nach dem Leben trachtet. Hier im Krieg geht es um viel Wichtigeres als dein Leben. Daran soll Israel erinnert werden, zumindest nach Meinung einiger Journalisten, was Lars Klingbeil jedoch rigoros zurückweist. Warum eigentlich? Selbst der US-Präsident hatte einen zynischen Hinweis. Nachdem die USA nach den Attentaten vom 11. September ca. 500.000 bis eine Million Menschen auf der Welt liquidiert hatten, gab er Netanyahu den Hinweis, dass davon vielleicht nicht alles richtig war. Man habe Fehler gemacht. Oha, ein bisschen zu viel massakriert, ein bisschen zu viel Totschlag. Hat er nicht ausgeführt, aber seine Erinnerung an die Regeln des handelsüblichen Totschlagens war es dann, äh, dann doch. Lars Klingbeil verweist in seiner Antwort darauf, dass Israel eine Demokratie ist. Damit spielt er praktisch auf das gute Urteil der Bevölkerung über die Demokratie an. Quatsch ist das natürlich, logisch wie empirisch. Logisch, weil aus der Form der Herrschaft gar nicht folgt, sich dann das Völkerrecht zu halten. Das reflektiert das Recht auch selbst, da es schließlich für alle Staaten mit ihren Staatsformen und nicht nur für Diktaturen gilt. Und empirisch, weil es Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht einerseits bei Israel bereits belegt sind, wenn auch nicht durch ein Gericht bestätigt, den Internationalen Strafgerichtshof erkennt Israel nämlich gar nicht an. Beispielsweise 2006 beim Libanon-Krieg oder dem Gazakrieg 2014 und freilich dies auch bei anderen Demokratien und deren Kriegsverbrechen. Denke da an den Einfall im Irak, der auf Lügen basiert hat. Oder das Überfallen von Serbien durch die NATO. Was bleibt als Grund? Die deutsche Regierung, die sonst in jeder Gewaltaffäre auf der Welt nicht ihre Schnauze halten kann und bei Bedarf Aussagen bis aktuell ja nach Moskau verteilt, die will diesen Einsatz der Israelis. Ganz eindeutig. Die Ablehnung des Vorschlages der Waffenruhe durch Baerbock und von der Leyen belegt dies einmal mehr. Dieser Staat ist als von den Amerikanern unterstützte Ordnungsmacht im Nahen Osten einfach zu wichtig, weil er die Unterordnung der Mehrheit der arabischen Staatenwelt unter die amerikanische Weltordnung garantiert und die renitenten Staaten wie den Iran unter permanente Bedrohung stellt. Dafür müssen die Palästinenser nun leiden und ihr Schicksal ertragen. Von wegen übrigens Verantwortung nach dem Holocaust. Wenn es nach den Opferzahlen im Zweiten Weltkrieg ginge, möge man sich in Erinnerung rufen, wie viele Russen von den Deutschen getötet wurden. Ungefähr 24 Millionen. Und dass Deutschland wieder Krieg gegen Russland in die Ukraine führt. Ich übergebe an Nadim. Genau, das nächste Narrativ, was man auch immer wieder hört, ist... Die Bodenoffensive wird total blutig werden, aber sie muss sein. Und die Israelis warnen ja auch die Palästinenser, bevor sie alles kaputt machen und fordern sie zur Flucht auf. Die IDF schont also die Zivilbevölkerung, soweit es geht. Dazu gibt es auch nochmal einen Clip, damit ihr nicht glaubt, dass wir uns das ausgedacht haben. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, das ist Clip Nummer 5. Da ist er. Wir gucken auf die Situation, vor der dieses Kriegskabinett Netanyahu jetzt steht. Da wird offensichtlich heute Abend beraten und entschieden, in welcher Form man jetzt in Gaza eingreifen will und in welchen verschiedenen Formen. Wenigstens stand das zu vermuten. Hunderttausende sind in den Süden geflohen. Viele Menschen leben allerdings noch in Gazastadt. Wie macht man das jetzt? Wie soll eine israelische Armee das schaffen, Zivilisten zu schützen und trotzdem Hamas zu finden? Zu finden. Entschuldigung. Also, sie hat ja versucht, indem sie die Menschen aus dem äh, Norden äh, des Gazastreifens aufgefordert hat, in den Süden zu gehen. Und wenn die Berichte stimmen, sind ungefähr 600.000 in den Süden gegangen. Das deutet zunächst einmal darauf hin, ähm, dass das, was jetzt demnächst stattfinden wird, sich zunächst einmal nur auf den Norden beschränken wird, weil sonst fordert man ja nicht die, die Zivilisten auf, sich in den Süden zu begeben, wenn man sagt, wir gehen dann sowieso in den Süden rein. Yeah. Ähm, und jetzt muss man es leider Gottes so zynisch sagen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Zivilisten dabei ums Leben kommen. Zivilisten werden dort als Schutzschilder benutzt. Mhm. Und wir wissen, und wir sehen das jetzt auch bei den, bei den Luftangriffen, die die IDF fliegt. Hamas ist. Hamas ist in zivilen Gebäuden drin. Mhm. Ja? Hamas versteckt sich in mhm. Schulen, versteckt sich in Kindergärten, versteckt sich in Wohnhäusern. Und hat die gesamte Stadt untertunnelt. Das, das kommt noch dazu, aber bei den Untertunnelungen sind aller Wahrscheinlichkeit nach keine Zivilisten drin. Ja? So, also die, die Frage ist immer, und das ist jetzt die, ich sag jetzt mal völkerrechtliche Frage, lohnt, also wie wichtig ist das Ziel, dass ich bombardiere? Mhm. Und wenn es militärisch wichtig ist, dann, so zynisch es klingt, dann ist auch der Tod von Zivilisten in Kauf zu nehmen. Es darf nur keine Exzesse geben. Das ist der, der entscheidende Punkt. Es das darf ist keine der Exzesse geben. völkerrechtliche Unterschied. Genau. Äh, der und, Exzesse, wird. und Exzesse ich sage mal so, die versucht halt Israel zu vermeiden, ja. indem sie halt die Bevölkerung aufgefordert hat, sich von Norden in den Süden zu begeben. So. Ja, interessant ist ja, dass die Hamas übrigens den gleichen Anspruch hat. Auch die kennt die völkerrechtliche Logik von... Kombattant und Zivilist und Exzess und Nicht-Exzess. Sie meint auch, dass sie Zivilisten verschont und die, die sie da tatsächlich abgeschlachtet hatten, seien keine Zivilisten, sondern seien Siedler. Und naja, Siedler gelten dann im internationalen Recht eben nicht als Zivilisten und sind dann nochmal andere. Äh, ja, sind dann quasi rechtmäßige und legitime Ziele für die. Das kann man sich auch direkt anhören. Direkt am 7. Oktober gab es ein Interview mit einem der Hamas-Sprecher bei Al Jazeera, ist natürlich auf Englisch, aber ähm, ja, diese, äh, das gleiche Argument, was unser Herr Masaka, Entschuldigung, Masala ähm, da vorbringt, das äh, kann die Hamas irgendwie auch wie denen das jetzt auf einer Rave-Party gelungen sein soll, da wirklich jetzt zu unterscheiden, ob das Siedler oder Zivilisten sind, das dürfte deren Rätsel bleiben. Wahrscheinlich haben die da auch irgendein Radar ähm, und, und merken das sofort. Ist klar, dass das natürlich ein genauso großer Bullshit ist, wie der Vortrag der Israelis nach einem beliebigen Massaker der IDF, die im Gazastreifen wegen der Siedlungsdichte eben notwendig sind und gleichzeitig bestritten werden. Einfach geht nicht anders. Das ist auch vielleicht ein bisschen der Punkt, wo der Massal recht hat, wenn man. Bombardieren will, dann werden die Zivilisten auch draufgehen. Ja, dabei sind aber die Aussagen sowohl der Israelis als auch der deutschen Propagandisten, die sind da auch schon, muss man mal genau hinhören, die sind verräterisch genau, wenn die so Sachen sagen wie, ja, die sollen möglichst schonend in Bezug auf die Tötung der Zivilisten äh, umgehen und benutzt werden. Mit dem Argument der Vorwarnung zum Beispiel können wir nur auf die Kritik des Gedankens der Verhältnismäßigkeit verweisen, über den Daniel auch gerade schon gesprochen haben. Lassen wir mal beiseite das. Die EDF schon vor ein paar, paar Tagen nach dem 7. Oktober angekündigt hat, dass es keine Vorwarnung aller Knock on the Roof mehr geben würde. Ihr wisst, diese kleine Bombe, die auf ein Haus geworfen wird, bevor die große Bombe ein paar Sekunden später auf das Haus geworfen wird, damit die Leute da nochmal Zeit haben, ins Treppenhaus zu rennen, bevor sie eingeäschert werden. Nehmen wir mal das Argument für voll und gehen davon aus, dass die Israelis vor ihren Attacken tatsächlich warnen. Und lassen wir auch völlig außer Acht, dass diese Warnung im Widerspruch stehen zu deren bekundeten Ziel, Hamas-Kämpfe auszuschalten. Wenn man die warnt und sagt, flüchtet, dann fliehen die Hamas-Kämpfer nämlich auch. Die werden da nicht bleiben und versuchen, gegen die Bombe zu kämpfen. So läuft das nicht. Aber gut, nehmen wir das trotzdem für falsch. Als, äh, für wahr, Entschuldigung. Als wäre der Schaden, den man davonträgt, nicht mehr da. Ganz offensichtlich. Als wäre das ein Versteckspiel, wo der Sucher dann bis 10 zählt und man dann halt sehen muss, wo man bleibt. Als wenn es kein Schaden mehr ist, wenn die eigene Wohnung, äh, der Arbeitsplatz oder... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht eine Bettdecke und seine nackte Existenz behält, weil all diese Sachen verloren gegangen sind. Ja, Hauptsache, Hauptsache wenn, man, also wenn man es überhaupt, überhaupt rechtzeitig aus dem Zielgebiet herausschafft. Also dafür kann man sich dann wirklich bedanken bei der IDFR. Vielen Dank für diese Warnung. Davon getrennt, sei mal gesagt, die allermeisten kommen ja nicht rechtzeitig weg. Man kann sich ja mal fragen, was es denn bedeutet, dass mittlerweile in weniger als zwei Wochen an die 7.000 Menschen abgeschlachtet wurden. Wurden die alle gewarnt und blieben dann trotzdem in den Häusern? Haben einfach gesagt, ja, die, die treffen uns schon nicht. Die haben uns gewarnt, ist okay. Wurden die Flüchtenden gewarnt, bevor die Fluchtwege benutzt werden Richtung Süden, wo Masala meinte, er geht davon aus, dass nur im Norden bombardiert wird? Sogar der Grenzposten zu Ägypten wurde bombardiert und das schon mehrfach in den letzten zwei Wochen. Und Bomben fliegen ständig auf den Süden. Sieht man doch, kann man sich auch die Karten angucken, wo die Bombeneinschläge sind wurde die kirche gewarnt in der hunderte obdachlose hausten vor zwei drei tagen die dort bombardiert wurde oder wurden die ganzen krankenhäuser gewarnt die bereits mittlerweile schon getroffen wurden über 20 krankenhäuser übrigens in den letzten zwei wochen nicht nur das al-ali krankenhaus der hinweis darauf also dass die israelis vor ihren bombardierungen warnen hat keinen realen gehalt und hat eigentlich nur einen interessierten nutzen Erstens geht es darum, die Gewalt und die beschlossene Vernichtung von Tausenden, die wird nämlich eingepreist. Das hört man aus dem Masala-Gerede, hört man das raus. Die wird menschenrechtlich, völkerrechtlich versucht zu legitimieren. Da steht drin, keine Exzesse. Ja, gut, wenn du dann eine Bevölkerung von zwei Millionen hast, 6000 gilt vielleicht noch nicht als Exzess. Vielleicht sind es die 60.000, die dann in der Exzess sind. Oder vielleicht ist es ein, ein, ein Exzess, wenn keine einzige Warnung rausging im Sinne von: Ja, geht jetzt mal Richtung Süden weil wir brauchen den Platz zum Bombardieren. Zweitens, und das ist vielleicht für die Medien hier um einiges wichtiger oder ja, auf jeden Fall auch zentral für die Leute, die sich das anschauen, es geht um eine moralische Reinwaschung der Massen an zivilen Opfern, die diese neueste Bombardierungskampagne fordert. Das soll unvermeidbarer, notwendiger Kollateralschaden sein. Dieses Schlimm aber geht nicht anders. Und dieses sogenannte Warnen, das ist nicht mehr als die Versicherung an die Öffentlichkeit, die Politik und die Hüter des Völkerrechts auch, deren Parteinahme man ja einfordert, das ist ja das, worauf die hinweisen, wenn die sagen, ja, die Israelis wollen jetzt von uns diese Solidarität oder brauchen von uns diese Solidarität, fordern die sogar ein. Das ist der Hinweis darauf, dass man nicht als das Monster verstanden werden darf, das tausende von Menschen abschlachtet, als dass man aber praktisch einfach auftritt. Man hätte alles Notwendige getan, um unschuldige Menschen zu schützen, und alles, was von, von nun an passiert, ist quasi Naturgewalt. Ja, bei dieser Legitimation von Gewalt und Massentötung sollte man sich wirklich tunlichst hüten, mitzumachen. Dann back to Marek. Genau. Ähm, der, der nächste oder das nächste Narrativ, was man immer wieder hört, ist. Ein Flächenbrand ist möglich ähm, in der Region, zumal es noch andere Player wie den Iran gibt, der die Hamas supportet oder auch die Hisbollah. Vielleicht dazu erstmal mal ein Clip aus der Sendung Anne Will. Hast du? Cool. Die USA haben jetzt schon den zweiten Flugzeugträger in die Region geschickt, um Iran, Syrien, dem Libanon allen klarzumachen, lasst es. Greift nicht ein in diesen Konflikt, Don't, hat Anthony Blinken gesagt. Gleichzeitig hat sich heute der iranische Außenminister in Doha mit dem Chef der Hamas getroffen und darüber gesprochen, wie man die sogenannte, ich zitiere, Achse des Widerstands gegenüber Israel stärken könne. Lässt sich der Flächenbrand in Nahost noch verhindern, Ihrer Meinung nach? Auch dafür tun wir rund um die Uhr alles. Und äh, in dieser Furchtbarkeit ist aus meiner Sicht der kleine Funken Hoffnung eben, dass es in den letzten Jahren diese Annäherung und in den letzten Monaten gerade diese Annäherung zwischen zum Beispiel Saudi-Arabien und Israel äh, gegeben hat. Aber Saudi-Arabien hat ja jetzt gesagt, die Gespräche sind gestoppt. Ja, aber Saudi-Arabien nichtsdestotrotz arbeitet mit Hochdruck daran, genauso wie andere Länder, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Ägypten, auch Jordanien. Alle arbeiten daran, genau diesen Flächenbrand zu verhindern. Und deswegen ist eben auch für uns so wichtig, und ich unterstreiche, gemeinsam mit den Amerikanern gehen wir hier jeden Schritt vor. Als Deutsche ist es eben auch für uns so wichtig, dass wir im stetigen regionalen Austausch gerade mit den äh, arabischen Staaten äh, sind, die ähm, mit Blick auf die Annäherung Israels oder auch die Zusammenarbeit Israels in den letzten Jahren so aufeinander zugegangen sind, um diesen Flächenbrand hier zu finden. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in unserer vollen Solidarität äh, mit Israel zugleich alles dafür tun, das Leid äh, in Gaza jetzt äh, zu lindern. Da leben 2,1 Millionen Menschen. Okay, dann ging es wieder um das Leid, das hatten wir schon als Thema. Aber erstmal ist es ja interessant. Einerseits ist es ein lokaler Konflikt mit den Palästinensern auf der einen und Israel oder der Hamas auf der einen Seite und Israel auf der anderen Seite. Gleichzeitig soll dieser Konflikt aber die gesamte Region in Mitleidenschaft ziehen können. Wie soll denn das ein, eigentlich gehen? Nun ja, einerseits ist das alles auch kein Geheimnis und soweit geben die deutschen Propagandisten schon Hinweise. Im Libanon ballert die Hisbollah schon ihrerseits Raketen Richtung Israel und diese ist bekanntlich ein Anhängsel iranischer Ansprüche in der Region. Was die jetzt sind, diese iranischen Ansprüche, braucht die Bevölkerung in der Regel nicht zu, zu wissen. Es reicht schon, wenn man sagt, das iranische Regime ist ebenso ein religiöser Fundamentalismus, also wie die Hamas unterdrückt das Volk, also wie die Hamas, und will die Atombombe, was man dem Iran aber nicht zugesteht, weil Massenvernichtungswaffen nur was für uns und für die von uns lizenzierten Staaten sind. Und der Iran erkennt das zionistische Staatsgründungsprojekt nicht an. Warum eigentlich nicht? Wenn es doch bloß die Heimstätte für verfolgte Juden in der Welt sein soll. Antisemitismus? Wohl kaum, weil es im Iran eine jüdische Minderheit im Parlament gibt und Jude seien dort, solange man sich nicht als Zionist begreift, auch kein Problem darstellt. Synagogen in Teheran gehören zum Stadtbild dort, wie zum Beispiel in Isfahan. Das kann man sich übrigens auf einer, nicht gerade dem, dem, dem Kommunismus oder sonstigem Extremismus zu sortierbaren Website namens Wikipedia lesen. Judentum im Iran, muss man mal eingeben, ist ziemlich interessant und widerlegt einige Narrative über das, was man sonst hier so in der Propaganda hört. Für die Propaganda ist das aber alles egal. Die Auskunft ist klar. Die Hamas und ihre Feinde Israels, die, also die Hezbollah beispielsweise, müssen schnell mit aller Gewalt in den Griff bekommen werden. Also praktisch der Konflikt lokal gelassen werden. Die Konfrontation mit dem Iran, die derzeit... Von Washington und Berlin auch wieder Vorlage gelegt ist, ist jedenfalls aktuell noch nicht erwünscht. Worin dieser Gegensatz zwischen dem Iran und dem Westen besteht und was das mit der Stabilität im Nahen Osten zu tun hat, das kommt in der Flächenbrandsbesprechung nicht vor. Was vorkommt und damit nur einmal mehr dokumentiert, wie wichtig für Washington und Berlin Israel als Ordnungsmacht gegenüber den immer wieder renitenten arabischen Staaten ist, das zeigt der stetige Hinweis darauf, dass doch Saudi-Arabien und andere Staaten sich aktuell mit Israel annähern und der Hamas-Angriff geeignet ist, diese Annäherung, aka Anerkennung westlicher Interessen in der Region, zu torpedieren. Eingemischt sind also nicht nur Israel-Feinde sondern eben auch die Israel-Freunde mit ihren imperialen Interessen in der Region. Woher soll auch sonst der Gegensatz und das Potenzial für einen Flächenbrand, also einen größeren Krieg, als die bloße Bombardierung des Gazastreifens herkommen? Wurscht, wir haben aber andere Sorgen. Und ich gebe wieder weiter an Daniel. Du, du bist auf mute. Du bist gemuted. Muss nochmal anfangen. Ah, genau. Es kam vorhin schon. Und zwar: Unsere Gelder nach Gaza werden doch hoffentlich nicht für Renten von Märtyrerfamilien und Bombenbau ausgegeben. Clip ab. Mats ab. sagt der Zentralratsvorsitzende der Juden, Josef Schuster, dass es sofort einen kompletten Schutz und Stopp geben muss, diese Entwicklungshilfe. Und es schließt sich ein grüner Parteifreund an, der auch Vorsitzender des Deutsch der deutsch-israelischen Gesellschaft ist, Volker Beck nämlich. Mit deutschem Geld zahlt die palästinensische Autonomiebehörde Terrorrenten. In Schulen und Schulbüchern auch mit deutschem Geld erstellt, wurde jener Hass gesät, dessen Frucht Israel jetzt zu erleiden hat. Damit muss ein für allemal Schluss sein. Keine Märtyrerrenten werden mit dieser Entwicklungshilfe gezahlt, Frau Baerbock. Wir finanzieren keinen Terror, wir finanzieren keine Märtyrerrenten. Und ich bitte eindringlich in dieser so wahnsinnig schwierigen komplexen Situation wirklich um Differenzierung, weil es wird jetzt viel in einen Topf geworfen. Sie hatten einen Schuster jetzt angesprochen, mit der. dem ich gerade eben auch noch telefoniert äh, habe. Sie hatten Entwicklungshilfe genannt. Die Bundesregierung, die Entwicklungsministerin, <laughs> aber wir als Bundesregierung haben diese Entwicklungshilfe äh, ausgesetzt. Wir zahlen derzeit keine Entwicklungshilfe, aber die humanitäre alles, Hilfe, weil wir das alles muss man noch, noch mal reichern. überprüfen. Genau, ja. Humanitäre Hilfe ist, ist etwas anderes, anderes und das ist wichtig, weil zu unterscheiden und genau, das unterscheiden wir jetzt und hier an dieser Stelle. Genau, und deswegen sind wir mit Herrn Schuster auch mit Blick auf die humanitäre äh, Hilfe überhaupt nicht auseinander. Und der deutsche Bundestag hat gerade mit allen demokratischen Parteien genau das in einem Antrag auch beschlossen dass wir weiterhin diese Lebensmittelversorgung, Wasserhilfe für Kinder, für Familien in Gaza leisten. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen werden Lebensmittel reingebracht. Das ist schon klar. Und Das ist was komplett anderes äh, als äh, Schulbücher, die auch nicht mit deutschem Geld finanziert werden. Auch das ist mir wichtig. Ja. Wenn jetzt suggeriert soll, wird, in der Vergangenheit Volker wäre das Beck passiert, das? das ist falsch. <laughs> Durchatmen. Okay, gut. Genau. Angequatscht wird hier der Deutsche als Steuerzahler und dessen immer wieder von oben und der medialen Welt gepflegte Sorge, dass sein das Geld sachgerecht äh, verwaltet wird. Kennt das ja, das wird alles mit unserem Steuergeldern gemacht. Ja? Da die Steuer gar keine Staatseinnahme ist, die zweckgebunden ist, fragt die Maybrit Ilner und andere ihrer Kollegen dann auch gar nicht, ob das Geld im Sinne der Einzahler verwandt wird, sondern im Sinne der Ansprüche, die die Ämter im Staat beinhalten. Der Steuerzahler ist nur das Bild dafür. Schließlich haben die Konkurrenten um das Geld in einer kapitalistischen Gesellschaft mit ihren überkreuzliegenden Interessen weder ein gemeinsames Interesse, noch wollen sie in der Regel Steuern zahlen. Und das klassenübergreifend. Für diejenigen, die sich Sorge um das Gelingen des Staatshaushaltes für das Fortkommen von Deutschland blöderweise haben, einleuchten lassen, hat unsere Annalena eine ganz beruhigende Antwort. Unser Geld im Gazastreifen. Ich muss sich selber ein bisschen lachen. Das ist, einfach, das ist so ein Kack. Ähm, unsere Alena eine beruhigende Antwort. Unser Geld im Gazastreifen wird nur für gute Zwecke eingesetzt und nicht für Terror und Hetze gegen Israel. Na, prima. Was man diesem Nebenkriegsschauplatz entnehmen kann, Israel-Solidarität hin oder her, auch in Gaza wollen wir einen Fuß in der Tür haben, um nach dem Rechten zu sehen. Am leichtesten geht das mit Geld, wo wir freilich wissen, wo es eingesetzt wird. Eine Weltmacht unseres Kalibers schaut dabei auch in den armen Häusern der Welt nach den Möglichkeiten von dessen Entwicklung. Gemeint ist die, die Deutschland wirtschaftlich nützt. Und hierfür haben wir nach den Angaben des Auswärtigen Amtes die Entwicklungshilfe entsprechend ausgezahlt, beispielsweise zur Ausbildung von Berufsschullehrern. Parallel gibt es humanitäre Hilfe. Verhungerte Palästinenser können schließlich keine Berufsschullehrer mehr werden. So, und dann das Letzte. Dann kommen wir jetzt ein bisschen zu den Protesten, die hier in Deutschland ähm, und auch im Westen losgingen in den letzten zwei Wochen. Ja, und da ist das Narrativ halt auch relativ eindeutig. Protest gegen Israel, Protest für Palästina, also da geht es auch nicht nur gegen Israel, sondern da reicht auch schon die Palästina-Flagge mhm. oder die Kufie. Der wird schon als, also dieses Palituch, wie, wie ihr sagt, ne? ähm, der wird schon als antisemitisch einsortiert und mit den Mitteln des Ordnungsrechts bedacht und eingeebnet. Antisemitismus mhm. wird zur Waffe gegen Ausländer eingesetzt. Schauen wir uns da jetzt mal, das wären jetzt drei Clips weil da schon ziemlich viel drin steckt. Und der erste kommt, glaube ich, direkt Ganz von... Ganz kurz in ja War das gerade eine Wodkaflasche, Marek? Ja, es war eine graue Gans. Oh, ein <laughs> bisschen neidisch. <lacht> <lacht> so, äh, unser Bundeskanzler, meine Damen und Herren. Für mich ist klar, dass es auch darum geht, dass wir hierzulande nicht wegschauen. Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platze, und wir werden alles dafür tun, ihn, gegen ihn uns zu stellen. Wir werden das machen als Bürgerinnen und Bürger, als diejenigen, die politisch Verantwortung haben, aber es geht auch darum, die Gesetze und Vorschriften, die in Deutschland sind, durchzusetzen. Die Versammlungsbehörden müssen klar sein und dürfen Versammlungen nicht zulassen, bei denen solche Straftaten anstehen, wo befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können. Es ist hier auch eine klare Kante gefragt, und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland. Und dann direkt die nächste. Die, das ist jetzt auch noch mal äh, verstehen Sie auch nicht, warum das Bilder? so lange gebraucht hat, ehe diese Organisationen verboten werden oder man wenigstens ihr Bewegungsverbot untersagen will, sie ja Hamas äh, letztlich juristisch zunächst nichts anderes formulieren? Einfache Frage, sind Sie zornig oder haben Sie die Hoffnung, dass ähm, das ein richtiger Weg ist? Also ich bin erstmal fassungslos, weil diese Bilder... Kann man eigentlich einfach sehen, was, was waren, welche Bilder haben wir von 2014, als auch der Krieg mit Gaza und Israel gab? Welche Bilder hatten wir 2021 und welche Bilder haben wir jetzt in 2023? Die sind identisch. Das bedeutet, die also diese diese Gruppierungen, diese Milieu, die ist ununterbrochen da. Und wenn wir in diese Zeiten dazwischen einfach die Augen verschließen lassen diese Parallelgesellschaften einfach weiter existieren also ich stimme Ihnen genau zu das ist ein Integrationsproblem und übrigens das ist nur das, nicht nur das Problem der Juden hier in Deutschland und es ist nicht das Problem von von Israel das ist das Problem der deutschen Gesellschaft dass so ein großer Teil der Gesellschaft einfach antidemokratisch mhm. antiwestlich und zu tief abgrundisch moralisch sind und da, wenn wir das jetzt nicht wirklich mit, mit allen Mitteln, ich meine nicht nur Polizei oder, oder Staatsanwaltschaft, ich meine in allererster Stelle, das ist eine Aufgabe der Bildung. Ja. Wenn, wenn Schulen dann total abdriften, dann müssen wir mit, mit Lehrkräften da, da dran. Und wir müssen, das ist das Letzte, was ganz, ganz wichtig, wir müssen auch die sozialen Medien genau hinschauen. Mhm. Weil da, was gerade da abläuft, das ist, das ist der horror. also da, da werden alle möglichen verschwörungstheorien alle möglichen erzählungen verbreitet und das ist jetzt die aufgabe der bundesregierung. antisemitismus hat es leider immer gegeben in deutschland. es gibt einen zustrom und dieser zustrom kommt aus äh, der muslimischen community und er kommt auch aus einer alten linken community. Ja, das sind sozusagen, und da vermischen sich da die beide, die beide äh, Strömungen. Und ich muss sagen, also wäre mir aber hier erstmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir von muslimischer Community reden, wenn ich Ihnen in, in meine Handy zeige, wie viele Beileidsbekundungen, wie viel Solidarität von. Hunderte von Muslimen, die ich in der letzten Tage bekommen habe, ja. da muss ich dir sagen, das, wir müssen das immer vor Augen halten. Das ist eine kleine Minderheit innerhalb der muslimischen Community. Und auch in der, in der Linke, das ist auch wiederum so eine, eine Abspaltung. Also das kann man mit Linke, die genauso links sind wie die, die Stalinisten damals, einfach so Leute, die völlig falsch abgebogen haben. Ja, die Stalinisten sind einfach völlig falsch abgebogen. Das ist übrigens Meron Mendel, das war gerade so ein bisschen verdeckt durch unser Bild, das habe ich dann gesehen, sorry. Meron Mendel war das gerade, ja. Und dann noch ein letzter Clip, bevor wir da unseren Senf hinzugeben. Und zwar ist das Clip Nummer 10. Ja. Es geht zu weit. Ähm, warum erst jetzt war äh, die Frage, haben wir die Identität gehabt im Blick auf Ladies and gentlemen. diejenigen, die auch offene Grenzen ausmachen, oh, Stichwort Struktur und Begrenzung, eben endlich den Umstand geben, dass wir wissen, wer nach Deutschland kommt. Ach, das ist gar nicht mein äh, so. Das peilig. letztere Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich habe selber 2007 Bücher darüber geschrieben, dass es ein massives Problem gibt in diesem Bereich. Ja. Äh, Peter Neumann hat darüber Bücher geschrieben. Ich glaube, Armin ich Laschet hat dazu, dazu auch in seinem Internationsbuch in eine geschrieben. Ich es gibt sag, einen linken Antisemitismus, auch. es gibt einen rechten Antisemitismus. Herr <laughs> 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 Romende arbeitet den ganzen Tag an diesem Thema. Es gibt Eben. linken Antisemitismus, es gibt rechten Antisemitismus. Und es gibt den, den, den die Leute teilweise mitbringen, der im Übrigen massiv auch staatlich gefordert wird in den jeweiligen Staaten. Ich habe auf dem Schulhof im Iran äh, jeden Morgen... Morgenappell gehabt als, als, als äh, in der ersten Klasse, zweiten Klasse, wo wir erstmal alle zusammenrufen mussten, dass wir Israel zerstören wollen, bevor überhaupt der Unterricht angefangen hat. Und äh, wenn die Leute dann hierher kommen, dann muss, ist es dringend notwendig, dass äh, nicht nur pädagogisch auf sie eingeredet wird, sondern dass sie auch sehr klare Grenzen gezogen bekommen. Es ist eine Straftat in Deutschland, zu tanzen auf den Straßen und, und Süßigkeiten zu verteilen, weil Leute abgeschlachtet worden sind und dabei Israelflaggen zu verbrennen. Und diese, diese Härte auch nochmal sehr klar und deutlich darzustellen: die Grenzziehung ist Teil genau dieses, dieses, äh, dieses vermittelns dessen. Ja, das war mein Fehler, das war nicht äh, Ahmed Mansur. Ich habe den in dem anderen Video davor, glaube ich, gesehen. Ne? Deswegen habe ich gedacht, er taucht er das nochmal auf. Aber das war natürlich Omid. Nuripur, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ähm, auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, erheben sich Menschen mit Einspruch gegen das Vorgehen Israels. Teils, ich würde sagen, großteils, mit Distanz zu Hamas, aber auch zu einem signifikanten Teil nicht mit Distanz zu Hamas. Die deutschen Versammlungsbehörden nehmen viele der angemeldeten Demonstrationen als Störung der inneren Ordnung wahr. Nun sind das Demonstrationen zwar immer für die Verwaltung, aber die Leistungen der Versammlungsfreiheit schätzen die Staatsführer und deswegen hängt sie hoch im Grundgesetz. Immerhin versammeln sich in der Regel jedenfalls dort Personen, die sich um die Regierung und ihr gerechtes Regieren sorgen, mithin deren politische Zuständigkeit als Gewaltmonopolist in allen Fragen, die diese, diese Souveränität verlangen, anerkennen. Solche Bürger, die sich um das Gelingen des Regierens sorgen und gegebenenfalls noch Verbesserungsvorschläge unterbreiten, ist den regierenden Demokraten eigentlich nur recht. Daher auch immer diese Lobeshymnen auf dieses so wichtige Grundrecht. Denn das ist es ja dann auch wirklich. Es ist ein Grundrecht. Klargestellt ist mit dem Garantieren der Versammlungsfreiheit durch den Staat, dass der Staat den Dra Daumen darauf hat, vor allem darauf, wie diese Freiheit ausgestaltet werden soll. Und davon ist in den Versammlungsgesetzen auch hinreichend Gebrauch gemacht worden. Entschieden wird dann dort auch, welche Versammlungen nicht mehr das Recht, welchen Versammlungen nicht mehr das Recht zugesprochen wird, sie abzuhalten und entsprechend diese werden dann auch verboten. Unter Anwendung der Vorschriften, die Vorschriften, die ein Verbot solcher Versammlungen rechtfertigen, wird ein nicht geringer unerwünschter Teil der Versammlung versagt. Trotzdem demonstrieren nun migrantische wie deutsche Unterstützer illegal, weil diese Demos waren dann verboten. Zumindest in den ersten paar Tagen äh, wurden die alle relativ heftig abgeräumt. Und dann werden die wiederum heftig von der Staatsgewalt abgeräumt. Der Vorwurf jetzt gegen die Anmelder von solchen Versammlungen und den illegal Demonstrierenden ist die mangelnde Distanz zur Militäroperation der Hamas und damit regelmäßig einhergehend der Ausdruck von Antisemitismus, welchen ja, auf jeden Fall die Hamas betreiben würde. Und diese Leute dann halt eben auch und der ist bei uns nicht erlaubt, das ist eine Straftat, vor allem wenn er öffentlich betrieben wird, dann gilt es als Straftat, hat der Omit ja auch gerade gesagt, Flaggen verbrennen und so weiter. Die Vorschrift des Verbots öffentlicher antijüdischer Hetze im § 130 Strafgesetzbuch dokumentiert zwar eigentlich, dass es bei den Deutschen auch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich systematisch noch Antisemitismus gibt. Und die bisherige Agitation gegen den Antisemitismus, vor allem den Antisemitismus der demokratischen Sachwalter, war wohl dann erfolglos. In dem Sinne muss sich Mero Mendel gar nicht so überrascht tun, dass er von 21 bis 23 keinen scheinbar großen Unterschied zu erkennen meint. Den gibt es auch seit 1945 nicht wirklich. Sonst bräuchte es ja auch, wenn es nicht, also wenn es so wäre, dass es hier keinen Antisemitismus gäbe, bräuchte es ja auch diese Vorschrift gar nicht. Es ist doch kein Wunder. Nicht mal, also sogar ein Konrad Adenauer, von dem wir hier in Berlin einen Platz haben, hat sich liebenswürdig geäußert zu seinen antisemitischen Vorurteilen über die Juden und deren Allmacht in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weiter die Macht der Juden. Auch heute noch. Insbesondere in Amerika soll man nicht unterschätzen. Und daher habe ich sehr überlegt und sehr bewusst, und das war von jeher meine Meinung, meine ganze Kraft daran gesetzt, so gut es ging, eine Versöhnung herbeizuführen zwischen dem jüdischen Volk und dem deutschen Volk. Ja, ja, eine Versöhnung herbeizuführen, weil, weil die Juden sehr machtvoll sind in den USA. Das, so instrumentell stellt man sich dann zu Semitismus und Antisemitismus. Nun, der Inhalt des Antisemitismus, also das, dass die Juden als innerer und äußerer Feind die eigene, ach so schöne Nation unterlaufen, hintertreiben und zerstören wollen, den Inhalt, auf den kommen Patrioten nicht notwendig natürlich, nicht jeder kommt darauf, aber immer wieder mal ab und zu, wenn sie sich fragen, warum es in ihrer Nation, in ihrem Land, in ihrem Staat. Irgendwie Krise gibt und nicht, auch nicht so ordentlich läuft. Darüber haben, reden wir heute übrigens auch dann in so einem, unserem Faschismus-Segment. Bleibt also tuned in. Und gegen den Patriot Patriotismus und die Sorge um unser Land haben die Demokraten hierzulande auch nichts. Sie pflegen ihn. Daher ist es auch kein Wunder, dass Antisemitismus kein faschistisches Spezifikum ist, sondern der taucht auch bei Demokraten auf. Und zwar nicht, 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 nicht auslöschbar. Aber kommen wir zurück zu den Versammlungsgeboten verboten. Ja, stimmt es denn, dass eine Feindschaft gegen Israel, wie sie sich in den Aufrufen und illegalen Demonstrationen bzw. dort skandierten Sprüchen auch entnehmen lässt, die ist ja offensichtlich da, der hierzulande verbotene öffentlich gemachte Antisemitismus ist, also tatsächlich eine Identität besteht, vielleicht mal anders gefragt. Anti-Israel oder Anti-Zionismus, gleich Antisemitismus? Wir meinen nein und wir wollen das jetzt mal erklären. Die wesentliche Differenz zwischen dem europäischen Antisemitismus und der Feindschaft gegen Israel ist ja eigentlich offensichtlich. Während der europäische und speziell der nationalsozialistische Antisemitismus wirklich ein Wahn war, mit dem schon angesprochenen Inhalt, dass die, sich, dass die Antisemiten sich in Europa den Niedergang der eigenen geliebten Nation durch einen jüdischen allmächtigen Feind eingebildet haben und konsequenterweise die Nazis dann auch so weit gingen, die ganze Welt von Juden säubern zu müssen. Ja, da liegt doch die Lage bei den Feinden Israel ganz anders. Das zionistische Staatsgründungsprojekt ist aus sich heraus ein Feind der dort auf dem Land in Palästina vorfindlichen Bevölkerung. Israel will die für die Juden exklusive Heimstätte in Palästina sein und schließt negativ die vorfindliche Bevölkerung ausdrücklich und explizit aus. Das Faktum, dass einige Palästinenser auch in Israel leben, ist dabei gar kein Widerspruch. Das Nation-State-Law in Israel 2017, glaube ich, formuliert worden, aber schon gängige Politik lange vorher, definiert im Grundgesetz nun, verbucht, dass der Staat Israel nur der Selbstverwirklichung explizit des jüdischen Volkes sich zu verschreiben hat und nicht der anderen Minderheiten in diesem Staat die sich in diesem Staat auch als Israelis bezeichnen dürfen. Die Diskriminierung der palästinensischen Israelis als gewiss, gewissermaßen ein Unvolk im Volk basiert nicht nur auf rassistischen Anfeindungen, sondern ist in den über 60 verschiedenen Zivilgesetzen auch verbucht, die zwischen Juden und Arabern in Israel unterscheiden und zum Beispiel unterschiedliche Rechte für Landkauf oder Hausbebauung manifestieren. Mehr dazu könnt ihr äh, euch anschauen auf der Webseite adala.org. Wird auch verlinkt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum dutzende Menschenrechtsorganisationen Israel als ein Apartheid-Regime mit unterschiedlichen Leveln der völkischen Dominanz bezeichnen und damit explizit nicht nur Gaza und das Westjordanland meinen, sondern auch Israel in seinen, sagen wir mal, 67er Landesgrenzen meinen, also das, was heute proper Israel ist quasi. Das Projekt Israel oder das zionistische Projekt ist ein Ethnoprojekt, anders als übrigens andere Siedlerprojekte, wie zum Beispiel die USA oder Kanada. Die sind von Anfang an eigentlich auf einen Vielvölkerstaat ausgerichtet gewesen, wenn auch natürlich dort Rassismus gegenüber Schwarzen und so und auch gegenüber den äh, Native Americans, also den Leuten, die dort vorher lebten, äh, eine große Rolle spielte. Ja, sondern Israel soll Heimatstätte explizit und vorrangig sein für die Juden. Das weiß auch jeder Mensch hierzulande, da muss man sich auch nicht blöde stellen. Weil jeder Mensch bezeichnet, jeder zweite Mensch hier zumindest, bezeichnet Israel auch als den Judenstaat oder den Staat des jüdischen Volkes. Historisch führte das dann zu den Vertreibungen und Säuberungen und ist bis heute noch nicht abgeschlossen, wenn auch mittlerweile schon recht weit vorangekommen. Entscheidend ist aber, die zionistische Staatsgründung ist damit per Selbstdefinition ein realer Feind der vorgefundenen Araber vor Ort. Und gerade kein verrückter Wahn. Diese Feindschaft ist kein verrückter Wahn von denen, äh, wie, wie, wie bei den äh, europäischen Antisemiten, über die wir gerade gesprochen haben. Jetzt nochmal ganz kurz, bevor jetzt alle ausrasten. Damit soll weder bestritten sein, dass sich Teile der Palästinenser und andere Feinde Israels in der Welt auch antisemitische Urteile zu eigen machen und auch antisemitische Urteile von europäischen Antisemiten bedienen und übernehmen. Ja, ja, das gibt's, natürlich. Das ist aber, und hier muss man mal genau bleiben, und das macht natürlich hier niemand, wir reden auch gleich darüber, warum nicht. Man muss hier genau bleiben. Das ist nämlich ein ganz anderes Urteil, ein nachgelagertes Urteil relativ zu der realen existierenden Feindschaft, die das zionistische Staatsgründungsprojekt tatsächlich aufgemacht hat gegen die vorfindlichen Araber. Und diese dann, so viel haben sie vom Westen schon gelernt, teilweise oder auch vermehrt rassistisch beantworten. Ja, und diese rassistischen Antworten, das ist ein Fehler dererseits. Das Gleichsetzen von Zionismus mit den Juden, kann man sagen, ist ein rassistischer Fehler. Machen nicht nur Palästinenser, machen Israelis genauso wie jeder zweite Deutsche hier, wie gesagt. Weil der Zionismus eben keine persönliche Eigenschaft der Juden ist, sondern eine politische Einstellung. Das ist ein Programm. Das ist ein politisches Programm. Der politische Inhalt der palästinensischen Organisation ist aber nun je nach Standpunkt und Radikalität eben gegen dieses Programm gerichtet, gegen die zionistische Staatsgründung gerichtet. Und mit Judensäuberung auf der ganzen Welt es ist, es sind die überhaupt nicht befasst. Das interessiert die nicht. Das ist schlicht und einfach nicht deren Thema. Und auch deren Verlautbarung ganz offen und explizit nicht zu entnehmen. Da müsst ihr schon reingehen und müsst schauen und dann werdet ihr sehen, das ist dort nicht zu finden. Übrigens ist es auch nicht in Verlautbarung, und da kommen wir zurück zu den Demos, der Demonstranten in Deutschland zu entnehmen. Weder From the River to the Sea, was selbst die deutsche Justiz nicht für antisemitisch hält, noch Free Palestine oder Viva Palestine haben implizit diese europäische Judenfeindschaft in sich. Anders gesagt, die Aussage, dass die Hamas weitgehend israelische Juden getötet hat in ihrer Aktion, ja, die stimmt natürlich. Das war allerdings noch nicht deren finale Zweckbestimmung. Nicht als Juden, sondern als Bürger ihres Feindstaates wurden die umgebracht, der sich nun mal als Staat der Juden auch definiert. Als diese wurden die Israelis getötet jedes andere siedlungsprojekt oder kolonialstaat welche sich wie israel benehmen würde würde die gegnerschaft der vorbefindlichen bewohner gleichermaßen erfahren das ich glaube ich die meisten leute können sich, können sich das schon irgendwie denken hat man denn den tödlichen widerstand von indern gegen die briten oder ja, native americans Eingeborenen in Nordaf nordamerika gegen die europäischen siedler als einen antibritischen oder antieuropäischen rassenwahn um seiner selbst willen tituliert? Eben, das macht keinen Sinn. Übrigens, auch damals wurden ohne Ende Zivilisten angegriffen und brutalste und furchtbarste Dinge begangen. Wenn ihr euch mal anschaut, was, was die, ähm, die Native Americans in Nordamerika angestellt haben mit den europäischen Siedlern teilweise. Also natürlich ging, ging das in beide Richtungen. Aber appetitlich war das nicht. Nochmal anders und vielleicht mit einer Metapher, einer Fußballmetapher. Das kommt doch in Deutschland sehr gut. Die Logik deutscher Propagandisten von der Regierung bis zu der IL wäre im folgenden Fall so. Wenn jetzt ein Fußballer aus dem Fußballclub, israelischen Fußballclub Maccabi Haifa, ähm, gefault wird, ein israelischer Stürmer wird von hinten gefault von, sagen wir, einem deutschen Team oder einem palästinensischen Team, vielleicht als das Beispiel, er wird bewusst gegrätscht, um ein Tor zu verhindern und kriegt eine rote Karte. Klingt Tätigkeit. Da würden deutsche Propagandisten jetzt dann keine, ja, keine Bestrafung und Entschärfung des vorgetragenen Fouls erkennen, sondern einen antisemitischen Angriff am Juden entdecken. Das klingt bekloppt, aber das ist genau die gleiche und zwar immer gleiche Logik. Deswegen kann man echt sagen, in Deutschland hat niemand dieser Propagandisten, all die Leute, die da sitzen an dem Tisch und groß über Antisemitismus reden, hat einen korrekten Begriff des Antisemitismus, wohl aber ein Interesse, dessen Leistung als Urteil zu nutzen. Und hier kommen wir jetzt zur Frage, warum die das eigentlich machen. Ein Urteil über politische Gegner der hiesigen Staatsraison. Dieses Urteil soll benutzt werden, um deren Vernichtung, deren Ausschaltung zu rechtfertigen. Denn diese Leistung hat die Markierung als Antisemit allemal. Und das hat man ja den weiten Teilen des deutschen Volkes nach dem Zweiten Weltkrieg schon beigebracht, dass wenn jemand Antisemit genannt wird, dann das ist quasi die größte Schande, die man sich so geben kann und damit ist man gesellschaftlich auch mehr oder weniger, sollte man zumindest am Ende sein, wobei manche Leute, die mit Eiwanger äh, betitelt sind, kommen da doch irgendwie raus. Wir haben sechs Millionen Juden umgebracht damals. Wir schämen uns auch unglaublich dafür und entschuldigen uns, weil der Antisemitismus Deutschland nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, sondern ruiniert hat und Deutschland aber weiterhin erfolgreich sein muss. Wir sind damit natürlich auch als ehemalige Judenmörder und jetzt kommt der Knackpunkt, deren rechts- und leiblichen Nachfolger. Als diese sind wir die absoluten Experten in der Antisemitenfahndung und entdecken diese, und damit zurück zum Ausgangspunkt, folgerichtig nicht nur bei heutigen pro-palästinensischen Demonstrationen, um diese wegen drohender Volksverhetzung und Billigung von Straftaten durch emotion emotionalisierte Personen, wird da gesagt, zu verbieten. Wir wissen darüber hinaus auch, auch, wir wissen darüber hinaus auch der Ausländer, der ist der neue Antisemit. Denn dieser marodiert mit Israel-Feinschlaf. Diese, die, diese islamische Welt, die bringen uns diese Ausländer her und die marodieren jetzt auf unseren schönen Straßen, auf, auf den wunderschönsten aller Straßen der Republik, der Sonderlee. Das ist zwar so grober Unfug, wie sich das anhört, weil antisemitisch ist in seiner Logik, Antisemitismus ist in seiner Logik kein Bezug zu, äh, Entschuldigt, Antisemitismus hat in seiner Logik keinen Bezug zur Staatsbürgerschaft. Und diverse jährliche Studien über die Stetigkeit antisemitischer Urteile bei deutschen Demokraten wie Faschisten belegen, ähm, dass solche Widersprüche äh, überall existieren. Aber die stören nicht den Nutzen dieses Begriffs. Denn so hat der Krieg in Gaza noch einen feinen Nutzen, einen extra Nutzen. Das Volk findet sich gegen die ohnehin seit den Debatten um die Begrenzung von Asyl und Migration, EU-Abschottung und Fluchtursachen unerwünschten Migranten. Manche sagen auch Merkel-Goldstücke. Bei denen wusste dann doch jeder schon immer, dass deren Integration nicht gelingen kann, wenn, sich wenn die sich angeblich so aufführen wie wir vor 80 Jahren und teilweise heute noch. Ja, und damit äh, kommen wir vielleicht zu einem Schluss. Das ist dann nämlich auch das Resultat der Kritik der deutschen Propaganda zum Krieg in Gaza. Man weiß ganz genau, welche Haltung man als aufrechter deutscher Patriot in dem Kriegsgeschehen einzunehmen hat, welche Parteilichkeit angezeigt ist. Und wie man abweichende Meinungen denunziert, am besten vor allem beim Ausländer. Wer jetzt aber mit uns aufgrund der dargelegten Widersprüche da unzufrieden ist mit dieser Art von Propaganda und sich fragt, was die Gründe der Kriegsgegner sind und wie das in die Weltordnung einzuordnen ist, den empfehlen wir, darüber haben wir heute nicht so viel gesprochen, aber dem empfehlen wir jetzt mal ein paar ein bisschen Lektüre. Es gibt ein Gegenstandpunkt-Dossier zu Israel und Palästina. Da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Das sind sehr wertvolle Artikel, auch wenn manche von denen schon fast zehn Jahre alt sind. Aber vor allem der von 2014 trifft auf die heutige Situation ja, fast, fast deckungsgleich zu, ohne die spezifischen Details natürlich von heute zu nennen. Dann Geschichte: Tom Segev, äh, Rashid Khalidi, Ilan Pape. Wer sich über die Geschichte informieren will von Israel und Palästina, das sind gute Anlaufpunkte. Petra Wild, deutsche Autorin. Schreibt zu Apartheid in Israel, Helga Baumgarten, schreibt sehr interessant zu Hamas. Das kann man sich auch mal anschauen, wenn man wissen will, was hinter der Hamas steckt. Wir haben auch überlegt, ob wir uns mal die beiden Charters der Hamas vornehmen und die kritisieren. Außerdem könnt ihr ähm, auf die israelische Webseite Haaretz gehen, die wertvolle Informationen hat. Dort gibt es ein paar Autoren, die sehr wertvoll sind, Amira Hass zum Beispiel oder Gideon Levy, aber... Ja, der, der, das ist eine sehr exzellente ähm, bürgerliche Nachrichtenseite, die man auf jeden Fall folgen kann. Und es gibt ein Magazin, das heißt 972 Mag. Auf diesem Magazin kriegt ihr auch ähm, gute Einschätzungen und Kommentare zu der gegenwärtigen Lage. Und damit werden wir fertig. Ich habe sogar das Buch hier von dem Ilan Appe, Die ethnische Säuberung Palästinas. Mhm. Das ist eins davon, was du empfehlen würdest, oder? Genau. Ethnische Säuberung. Da gibt es noch 10 Myths about Israel. Tom Segev. Es war einmal Palästina, glaube ich, heißt das. Das gibt es auch auf mhm. Deutsch. Das sind alles sehr, sehr große Klopper. Rashid ähm, <laughs> Khalidi. Habe ich den Namen vergessen? Aber wenn man den Namen... Ich, ich, wir packen das alles in die Beschreibung. Und wenn man den Namen googelt, findet, findet man die Bücher auch sofort. Wie gesagt, Amira Haskidi und Levi, die sollte man sich alle anhören, die Leute. Ja. Man kann... Also ich finde, was wirklich auch Interessant ist es da zumindest, wenn man sich einfach mal bei Al Jazeera anguckt, was da, ich meine, das sind auch Propagandisten, da müssen wir uns nichts vormachen, aber da kann man zumindest erstmal Überlegungen und äh, Tatsachenüberlieferungen äh, sich erstmal erstmal zur Kenntnis nehmen. Oder beispielsweise ähm, der militärische Arm der Hamas, der hat auch eine englischsprachige Website. Also ähm, man äh, kann da durchaus mal nachgucken, äh, was deren Verlautbarungen sind. Nur weil man das liest, wird man ja nicht gleich selber, äh, so wie es immer hier so da getan wird. Ne? Nur weil man das liest, wird man dann gleich selber von, von der Propaganda wild erfasst. Ähm, aber dem ist ja nicht so. Also man kann ja auf jeden Fall sich das mal angucken und dann ist man da auch, meine ich, so ein bisschen zumindest, kann man sich da erstmal überhaupt von den Tatsachen ja erstmal überhaupt versuchen, äh, Anzusehen, was sind denn da die Ideologien dort, ähm, bevor man sich darauf verlässt, äh, was uns hier praktisch in diesen Clips, die wir alle gehört haben, hier dargeboten wird, was da für ein Scheiß erzählt wird. Ja, ja das ist halt die Parteilichkeit von der anderen Seite und das muss man auch sagen, das ist Al es hat, hat halt so diese katharesische Parteilichkeit. Ähm, Klar. Muss man, muss man, so wie du meintest, muss man mit Vorsicht genießen. Aber dann genau so, spricht, ja. so, spricht sowieso nichts dagegen, sich alle Seiten anzuschauen und zu gucken, was die so sagen und zu versuchen, aus deren Verlautbarungen zu entnehmen, wie die sich zu der Welt stellen. So versteht man, was deren Motive sind und deren Beweggründe. Richtig, genau. Der Chat ist ganz schön heiß gelaufen. Ich weiß nicht, ja, hat, ja, du? Klar. <laughs> hat aber, du, ganz ehrlich, Ich würde da nicht mal einzelne Sachen rauspicken. Das ist einfach das Standard Standard Wine. Das ist Grundrauschen. Mm. Sorry, also anders kann es ist das bei dem Thema nicht mehr nennen. Ja, Und das Problem. Ich finde, ich finde es aber immer schwierig jetzt so, also Leute wie jetzt Dexter oder dieser, wie ist der Hector irgendwas. Man muss den klar. Leuten ja jetzt nicht immer gleich nahelegen, Mensch, äh, ihr, ihr seid hier jetzt nicht, nicht erwünscht. Das ist doch Quatsch. Man kann sich mit den Leuten, und das wird ja auch teilweise hier gemacht im Chat, mhm. das ist auch schön, äh, man kann sich ja mit denen auch äh, tatsächlich auseinandersetzen. Was ich denen bloß mal raten würde, bevor immer äh, gleich praktisch die Vorurteile, mit denen man in den Chat geht und äh, an deren hier praktisch unsere Sendung und unsere Überlegungen gemessen werden, an die würde ich mir erstmal raten, Leute. Hört euch das vielleicht doch erstmal an, denkt drüber nach. Ja, es ist, was wir hier sagen, ist nicht das gleiche, was ihr sagt. Okay, das ist ja auch recht so weit. Da muss man ja nicht so. Aber das ist ja ein Auftakt zur Debatte und, und nicht gleich der, der Schluss im Sinne von, jetzt, jetzt machen wir die Tür zu und äh, ähm, du gehörst hier nicht zu uns. Nee, nee. Also hm. wenn es ein Interesse an Erklärung gibt, dann können wir darüber streiten. Es hilft nur nicht, sowohl von der Seite derer, die jetzt hier praktisch uns den Vorwurf machen, wir. Äh, relativieren meinetwegen Hamas-Verbrechen oder wir verurteilen die nicht und müssen das jetzt tun und so weiter, obwohl hier keiner die gelobt hat, sondern sich ganz klar, also ich finde, deutlicher vom Antisemitismus jetzt haben wir uns hier, also kann man sich gar nicht äh, kritisch distanzieren, deutlicher von der Hamas ähm, kann man sich gar nicht äh, distanzieren als wir und genauso eben äh, so deutlich, wie wir es halt von Israel gemacht haben, so. Und ähm, an die Leute nochmal der Hinweis. Hört euch meinetwegen, wir lassen das Segment hier auch nochmal äh, getrennt als Video durchlaufen. Hört euch das in Ruhe nochmal an. Denkt drüber nach. Und wenn ihr sagt, hey, äh, das ist trotzdem Quatsch und ich will mal sagen, warum, schreibt es in die Kommentare. Wir nehmen das gerne auf. Wir kommen die Kommentare, die Kommentare ja. bei uns werden weitgehend alle äh, bearbeitet, soweit es die Kapazität zulässt. Ähm, aber der, der Witz ist halt wirklich klar, wir kommen hier alle mit unterschiedlichen Standpunkten zusammen. Wir machen die Sendung, es gibt Leute, die hier was zu sagen haben dazu und die da äh, nicht einverstanden sind mit, mit. Völlig in Ordnung. Und man kann sich auch die, die Standpunkte ja um die Ohren hauen, auch alles in Ordnung. Ähm, nur wichtig ist, dass man dann halt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht, immer wenn man, wenn man den anderen, wenn man dem anderen zuhört. Und man sagt, okay, ist, trifft es vielleicht zu, was der sagt. Auch, das mache ich bei meinen politischen Gegnern auch, auch bei solchen Hectors und Dexters hier so. Was haben die zu sagen? Und dann muss man halt streiten und dann können wir halt streiten. Aber es bringt jetzt, glaube ich, wenig, sich hier irgendwie immer so um die Ohren zu hauen, du bist halt irgendwie blöd, weil und du bist doof, weil und, und ihr distanziert euch nicht und so weiter. Lasst doch die Argumente sprechen und, und prüft es mal so. Das war eigentlich so das Plädoyer. Word. Kann ich teilen. Jo. Tatsächlich, ähm, René äh, schlägt was Sinnvolles vor. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, und zwar sagt René Wolf, äh, vernünftig wäre in der nächsten Folge Fragen und Bemerkungen ja. in den nicht zu bündeln und darauf einzugehen. Können das wir machen. tatsächlich, sofern es ergiebig ist, gerne machen. Also das äh, von solchen Sachen halte ich viel. Ja, es ist halt meistens, es ist halt meistens ein bisschen so, wie du meintest, Marek, am Anfang. Ähm, das, also du, du, du setzt da, glaube ich, voraus, dass die Leute auch hier sind, um zu klären. Und ohne jetzt, ich habe ja nicht mitgelesen, ich habe nicht alles gesehen, aber ich rede jetzt einfach mal nicht über die Leute, die heute hier sind, sondern einfach über meine Erfahrungen in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, darum geht es dann gar nicht. Um, also um, sondern da geht es dann wirklich darum, man will dieses Signifier haben. Übrigens, ich als, als äh, Palästinenser, ähm, selbst wenn ich mich jetzt groß distanzieren würde, würde mir das wahrscheinlich sowieso nicht groß abgenommen werden. Das ist bei euch ein bisschen anders. Aber da kann man dann auch sagen: Ja, ich fand es furchtbar, was da passiert ist und ich distanziere mich von dem Kram. Ähm, sobald man dann trotzdem übergeht, die, die, die Kritik anzubringen, die man anbringen möchte, nämlich zum Beispiel die Kritik an Israel, ähm, fällt es zurück in: Ah, aber du unterstützt doch die Hamas und damit ist das natürlich mhm. dann alles, alles äh, wieder si relativ sinnlos. Was ich damit sagen wollte, ist, ja, wenn da Leute wirklich da sind, um was zu klären. Und sowas gab es auch schon mal. Ja, So habe ich auch übrigens in den letzten zwei Wochen erlebt, dass da Leute kommen, die vehement widersprechen, eine ganz andere Meinung haben, aber da hat man das Gefühl, okay, nee, die wollen diskutieren, die wollen sachlich diskutieren. Aber wenn jemand nach der zweiten Nachricht schon äh, dich als Antisemit beschimpft und als, äh, weiß ich nicht, Hamas-Mitglied äh, sogar oder so, dann ist eigentlich klar, dass die nicht dazu da sind, um irgendwelche sachlichen Dinge zu klären. Insofern. Ja, aber jetzt, ja, okay, aber sei mal ehrlich, ähm, dass das, also... Da Daniel, du musst es immer ausmachen. Vergesst das immer. Ja, aber also ich sag mal so, also zu dem zu dem Standpunkt und dem, dem wir uns jetzt hier vorgearbeitet haben, das sind ja auch Sachen wir sind ja auch aus verschiedenen Richtungen irgendwann mal gekommen und und haben früher wahrscheinlich genauso wie Hector und Dexter irgendwie erstmal mal gesagt, was für ein Quatsch so, ja, also so dass <laughs> ähm, ähm, also war, haben gesagt, was für ein Quatsch und haben erstmal so standpunktmäßig unser, unser Urteil, unser Resultat vorgetragen und das in so einem Chat und so. Das, das ist jetzt erstmal daraus zu entnehmen, dass die Leute jetzt vielleicht gar nicht eine Debatte führen wollen. Vielleicht ist es so, was du sagst. Würde ich dir gar nicht im Grunde nach das, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe nicht über die Leute heute gesprochen. Nee, aber ich finde es halt einfach nur, ich kann, ich kann nur appellieren an die Leute, die hier jetzt praktisch mit denen, die jetzt äh, sich nicht wiedergefunden haben. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt hier praktisch Preaching the Choir machen. Wir wollen ja auch nicht einfach nur hier die Bubble bespielen, wie andere Streamer bei Twitch oder sowas. Sondern wir haben hier ein Resultat vorgetragen, das steht zur Debatte. Und wenn ihr das Kacke findet, dann schreibt es. Wir versuchen das dann irgendwie auch durchaus äh, selbstkritisch dann äh, zu reflektieren und entweder wir wehren uns dagegen, weil wir das nicht richtig finden, was ihr sagt, oder äh, wir müssen uns reflektieren. So ist es dann eben. Aber ähm, der, der Unterschied oder sagen wir mal, der, der, die Differenz, die, die wir hier zu, zu Leuten aus dem Chat haben, die ist doch völlig in Ordnung. Dann, dann ist doch eben, wie gesagt, der Auftakt zur Debatte. Und da hat René schon recht. Wir können gerne, weil das Thema ja sicherlich uns noch eine Weile begleiten wird und das nicht unser letztes Trio machen. infernal sein wird, wir können auch mhm. gerne beim nächsten Mal im Senf einfach die Kommentare hier aus dem Live-Chat oder aus gerne unter diesem Video dann praktisch mal auswerten und, und gucken, was wir dazu zu sagen haben. Und dann guckt man mal weiter. Also, das ist doch überhaupt nicht ausgeschlossen. Mhm. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann schert was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultra geheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99 zu 1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.